Mikro geht auch, ne? Ja? Ja. Okay. Neues Video von Savage Scooters. Heute geht es um ein Thema, von dem ich gelinde gesagt seit 1992 auch keine Ahnung mehr habe. Und zwar Small Frame und zwar über Kingwelle und BFA und... einen ganzen Kladderadatsch und da kriegen wir jetzt mal ein paar geile Infos. Ich, Christoph grinst schon. Lassen wir uns mal inspirieren, was jetzt losgeht. Ja, Christoph, wir haben jetzt das Thema Large Frame abgeschmeckt und Produktion und so. Das Video ist schon im Kasten. Jetzt reden wir über etwas, da musst du mich auch mit durchnehmen und damit musst du mich auch durchführen, so wollte ich sagen. Thema Small Frame. Was steht hier? Ich sehe BFA, ich sehe das King-Logo und zwar das King-Logo auf einem BFA-Zylinder. Klär mich auf, was oder klär uns auf, was steht hier? Angefangen hat alles mit einer Idee. Es betrifft die M200-Fahrer oder auch Neukunden, die ein neues Projekt im Smallframe-Bereich angehen. M200-Fahrer sind zwar zufrieden mit dem Motor, den sie vor Jahren gebaut haben, aber jetzt nach mehreren Jahren im Alltag gewöhnt man sich ja auch dran und stellt fest, okay, der Vorrieser könnte mehr sein. Die Leistung könnte früher einsetzen. Es würde mir besser gefallen, in der Tourengruppe im vierten Gang nicht zurückschalten zu müssen, sondern im vierten Gang den Berg hoch beschleunigen zu können. Und BFA haben wir und unser Team getroffen und darüber diskutiert, ob man da nicht ein Upgrade-Kit machen könnte für BFA-Fahrer. Das bedeutet, Hubraum auffrischen von 200 auf 244 Kubik. Warte mal, lass mich kurz mal einhaken. Du hast mir doch eben was gesagt, was für einen internen Test die immer macht. Hast du eine da? Ja. Pass auf, jetzt geht's los. Also bei uns am Bodensee schaut mal Small Frame Fahrer derzeit, ob der Zylinder einem zusagt. Das tut er, wenn es Augustiner reinpasst in die Laufbahn. Ja, bist du irre. Spaß beiseite. Wie viel Millimeter Bogen sind das? 72. 200? Genau. Und da reden wir über welche Kubikzahl? 244 bei 60 Hub. Auf einer Small Frame? Ja. Man muss sagen, mehr geht auch, aber es macht keinen Sinn mehr. Ach, mehr geht auch? Ja, dann kannst du bis 300 Kubik. BFA bietet noch 288 an, 300 an. Andere Mitbewerber auch von BFA. Aber irgendwo hat der Spaß ein Loch. Wir haben einen kurzen Radstand bei der Small Frame. Ja. Small Frame an sich ist leicht. Bei 40 PS fahre ich im vierten Gang auf dem Hinterrad beim Beschleunigen. Also, ja. Also auch mit meinen fast 100 Kilos. Ja, auf jeden Fall. 244 Kubik verwenden wir. Also wir haben den Zylinder Kingwelle BFA 244 von BFA bauen lassen mit einem Lastenheft, was wir ihnen gegeben haben. Das heißt, eure Vorgabe, eure Wünsche, eure Anregungen, euer Know-how steckt damit drin. Das ist also jetzt nicht ein alleiniges Produkt von BFA, sondern das ist... Also BFA hat natürlich die Performance, Überströmer-Layout, Auslassgestaltung, alles... mit eingebaut. Von ihren Erfahrungen. Okay. Da haben wir gar nichts dazu beigetragen. Ja. Umgesetzt. Wir haben vorgegeben als Lastenheft, bitte Überströmerzeiten so und so viel, 129 bei der Voraussetzung. Auslasssteuerzeiten bitte unter 190, so 187 plus minus 1-2 Grad. Hört sich nach einem beim Large Frame hört sich so 125, 185 nach einem potenten Box-Ding an. Das ist ein Box-Ding. Also die Grundidee von uns, Kingwelle, was wir an BFA weitergereicht haben, wir wollen keine 50 PS gesteckt. Wir brauchen einen Motor, der am besten bei 4.500 Umdrehungen den Auspuff, den haben wir schon festgelegt, bei 4.500 Umdrehungen 24 PS hat. 10.000 Umdrehungen maximal. Dann darfst du aber nicht höher als 190 gehen, auf gar keinen Fall. 35 bis 40 PS maximal. Ja.
Das Ganze hat BFA auch liefern können. Also wir haben einen Boxauspuff draufgesteckt von der PX. Ganz kurz, ich werde euch immer wieder, oder ich weiß nicht, ob ich es am Ende mache, mal gucken, die Löcher, die in diesem Zylinder sind, ich weiß gar nicht, warum man da überhaupt noch Alu dran geschmissen hat, ich werde euch die Löcher mal zeigen. Das ist, ich habe sowas noch nicht gesehen. Also, unfassbar. Da gibt es nichts mehr zu bearbeiten. Also nicht selbst wenn man bearbeitungsgeil ist, da liegt das Gerät, ja, Fräser, ja. Hier brauchst du nichts mehr bearbeiten. Du kannst am Einlass nichts mehr verbessern, du kannst an den Hauptauslass, Nebenauslässen nichts mehr verbessern, du kannst nur das Timing hochsetzen. Mhm. Aber es macht gar keinen Sinn, wenn man nicht rennt. Also wenn man auf der Straße fahren will, ist das ein No-Go. Ja, dann kauft man sich nicht das Konzept, wenn man was anderes, es macht ja keinen Sinn, wenn du dir ein Konzept kaufst, was genau das Gegenteil ansprechen soll von dem, was du willst. Dann kaufst du einen anderen Zylinder. Ja. Also wie gesagt, zum Beispiel ich als M200-Fahrer habe mir immer gewünscht, dass ich auch ein Update machen kann, egal welcher Hersteller. Ich will von 67 Bohrung auf 72, das ist Maximum, was Sinn macht auf der Straße, auch fürs Gewicht der Welle, Wuchtung und so weiter, ja Maximum halt, Maximum Spinnen. Ja. Man kann auch 300 Kubik fahren, aber welche Welle mit welchem Durchmesser sollen das antreiben, ohne Vibrationen, ohne Hoppeln, ohne irgendwas. Also das ist ideal. Ja. Man muss bei dem bestehenden M200-Motor nur für das Zylinderhemd einen Durchmesser erweitern im Motorblock und für den größeren Kolben mit erweitern. Da gibt es eine Vorgabe. Dann passt dieser Zylinder auf den bestehenden M200-Motor. Man kann, egal welche Kurbelwelle mit diesem Zylinder, welche vor den M200 angetrieben hat, egal welcher Hub, welcher Hersteller, kann man weiterverwenden. Moment, das heißt, du bist nicht gezwungen, zu dem Zylinder eine Kurbelwelle zu kaufen? Nein, weder Kingwelle noch sonst was. Man kann sein M200-Paket weiterfahren, wenn man nur den Zylinder wechselt. Ach, genau. Okay. Somit ist der Kunde nicht ausgebeutet, indem man einen Auspuff kaufen muss, wenn er einen Zylinder gekauft hat und muss noch die passende Welle dazu kaufen. Nein, das ist ja das Ziel verfehlt. Wir haben vorgegeben, der Zylinder muss ohne Spacer bei 60 Hub mit 116er Bläuel und 16er Kolbenbolzen Plug and Play passen. Ohne Spacer, ohne Kopfdichtung. Und der Auslass. Nur halt gespindelt, ne? Genau, gespindelt fürs Gehäuse. Wie viel reden wir da? Wie viel Durchmessererweiterung reden wir da? Halben Millimeter, Millimeter? 2 Millimeter. 2 Millimeter. Ja, ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich habe die Maße hier stehen, aber es ist egal, wie viel es ist, weil es muss ja eh gespindelt werden. Ja, ja, klar. Aber hätte mich mal einfach, aber es ist nicht viel, es ist auch human. Okay. Wichtig ist natürlich auch, dass der Auspuff passt, der vorher montiert war. Jetzt haben wir den M200 Auslassflansch, die Stehbolzen und den Winkel übernommen. Das ist zwar nicht ideal, man könnte auch 3 Stehbolzen oder 4 verwenden heutzutage. Aber es geht ja darum, dass man ein Update macht. Update oder Downgrade? Wie Update. Update. Ja. Und den alten Auspuff weiterfahren kann, die alte Kurbelwelle, alte Vergaser. Das hat BFA für uns, Kingwelle, super umgesetzt. Ja. Und die ersten Ergebnisse, die waren auch freudeschreiend, haben wir sie erfahren. Echt? Ja. Sag mir mal die Steuerzeiten. Also von. Das steht hier. Gesteckter Zylinder hat 129 Grad Überströmerzeit, 187 Grad Hauptauslass und 181 Grad Nebenauslass bei 1,1 Quetsche, alles ohne Dichtung. Nebenauslass, das heißt, der verfolgt nicht das Prinzip ein Loch oder ein Steg in der Mitte, sondern du arbeitest hier überholt. Also, ist natürlich ein Dreiteiler. Und das Geile ist, ihr seht es ja, ich blende es ja ein, die Nebenauslässe überlappen die Überströmer, das ist unfassbar. Das ist übel, ey. MotoGP-Style, was BFA verfolgt mit ihren Produkten. Also die sind auf dem allerhöchsten Niveau. BFA. Das ist brutal. Mit ihrer Technologie. Also irgendwas mit 57 PS auf 150 Kubik fährt BFA auf ihren Rennkern. Also spricht für sich. Ein Kolbenring. Ja. Wir haben hier einmal, wenn jetzt ein Kunde eine neue Welle dazu kaufen möchte, dann bieten wir einmal einen 18er Kolbenbolzen von einem Serienmotorrad an. Ja. Kolben mit 18er Kolbenbolzen von einer KTM 300. Ja.
Und damit aber 18er Kolbenbolzen ist nicht gängig für M200. Also niemand, der einen M200 fährt, hat einen 18er Kolbenbolzen. Alle haben 16 mm. Mhm. Und da haben wir uns bei Wössner eine Sonderanfertigung an Kolben anfertigen lassen. Exakt identischer Kolben von dem Maßenkolbendach, Kompressionshöhe und so weiter, wie der 18er Kolbenbolzenkolben. Ja. Nur halt mit 16. Also Wössner macht für uns 16 mm Kolbenbolzen für den Kolben. Wie auch, das ist auch haltbar und bewährt, weil der M244 PX Zylinder hat ja auch 16. Ja. Keiner hat Probleme mit dem Kolbenbolzenlager. Ja. Nice to have ist 18, aber es ist ja bewährt, dass es 16er auch hält. Okay. Nee, und dann können eben diese M200-Fahrer mit der alten Kurbelwelle und diesen Spezialkolben. Also den alten Kolben kann man nicht nehmen. Nein, aber die alte Kurbelwelle. Aber die kann man nur nehmen wegen dem 16er Kolbenbolzen, den wir Sonderanfertigen haben lassen. Gibt es nicht in Serie zu kaufen irgendwo. Aber ihr könnt natürlich auch dann, weil je nachdem, was der Kunde für eine Welle haben will, dann auch nochmal mit dem anderen Kolben da. Ja klar, haben wir auch da. Ja. 18er Kolbenbolzen, genau. Ui. Okay. Und, ja. Es ist, guck mal, ein Stück näher. Guck, ich meine, das ist echt unfucking fassbar, oder? Das ist, ey. Motorgehäuse. Lass uns mal über das Motorgehäuse sprechen, was da steht. Das sind ja keine Taschen, das sind ja. Das ist ja unfassbar. Da überspringen wir erst nur schnell was. Okay. Das hier ist ein King Valley BFA 244er Gehäuse. Okay. Also vom BFA gegossen. Ja. Und vorgefertigt und als halber Rohling an King Valley geliefert und wir machen die Nacharbeiten, dass dann dieser Zylinder da drauf passt. Okay. Dieser Motor passt aber nicht zum Grundgedanken, wie der Zylinder entstanden ist. Ah, okay. Weil dafür haben wir ja das C2 Original M200 Quadrini Motorgehäuse vorgesehen. Das wäre das hier. Okay. Könnt ihr gerne mal gucken. Ich habe jetzt hier nochmal den Zylinder gesteckt. So, Moment. Genau. Das ist jetzt ein C2 Gehäuse. Das ist übrigens ein geiler Motorständer, den habe ich auch. Ja. Das ist ein C2 Gehäuse. Boah. Ah, es ist schon. Sag nicht, das Blaue ist noch Reserve, was du nutzen kannst. Genau. Ja, Leckopan. Das ist, wie es jetzt noch ist, von den Überströmern her für den M200. Das ist die King-Welle, Standard M200-Welle, relativ bezahlbares Bläu, 60 Hub, 16er Kornbolzen. Ja. Das ist eigentlich die meisten im Markt im M200. Jetzt haben wir schon vorbereitet hier, das sind die Spindelungen. Einmal hier fürs Zylinderhemd und einmal hier für den Kolben, das muss erweitert werden hier. Ja. Das bieten wir natürlich auch mit an. Aber die meisten haben auch irgendeinen Kollegen mit Fräsmaschinen und der gibt es halt weiter. Ja. Aber du kannst, wenn ich dich anrufe und sage, ich brauche das Motorgehäuse, gar kein Problem. Dann machst du es im Bett. Genau. Und da haben wir hier eine Schablone machen lassen. Die kannst du schön draufschrauben. Die schraubt man hier drauf. Ja. Und dann sieht man schon, was man an den Überströmern erweitern muss, damit der King BFA Zylinder ohne Kante perfekt montiert wird für die Überströmer, fürs Layout. Genau. Also das blaue, schraffierte. Markiert jetzt. Ist noch das, was man abnehmen muss. Ah, ist schon krank, ne? So. Nee, ist nicht krank, ist geil. Ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, M200 ist sowas von bewährt und gern gefahren. Also da gibt es ja tausende Leute. Ja? Ja. Und alle haben es irgendwie satt. Jeder hat mal dran rumgefräst, um mehr PS zu kriegen, hat den Vorreso dadurch gestört. Der hat dann weniger Leistung untenrum, was er aber auf der Straße braucht. Du hast dann so einen spitzen Einstieg, dass du innerhalb von 1500 Umdrehungen dann auf Spitzen. Und das Konzept von Quadrini ist geil. Aber wenn du das dann mal 4 oder 5 Jahre gefahren bist, und meistens fahren das ja nur Freaks, ja? Da gibt es aber viele. Ist der Markt so abartig? Vorarlberg. Philipp, du wirst es auch sehen, hat 5 Stück mitgenommen. 5 von den Zylindern, alles M200-Fahrer, hat seinen ganzen Freundeskreis ausgestattet und alle wissen, von was wir reden. Die fahren alle Touren, Dreiländer-Touren, Alpentouren. Jetzt. Du musst, ja klar, hier sind ja die Berge, ich hab's du musst ständig zurückschalten und bist irgendwie immer im Stress mit Reso, Vorreso. Und bei dem Zylinder hast du halt immer Dampf, ja? Ja, aber kein, also man kann, wenn sich der Motorradfahrer mit dir anlegt, der die legen sich immer an und dann kriegen diese große Augen, wenn du da mal durchdrehst. Was ein. Genau.
Das heißt, du brauchst jetzt nicht mehr, du brauchst nicht mehr kurbeln und im Benzin rühren, sondern du drehst einfach den Hahn auf. Richtig, den Hahn. Das ist das Ziel, ja. Also könntest du den dann noch in den Steuerzeiten noch weiter runterbringen, wenn du den Fuß absetzt? Ja, oder? Es ist so, das ausgelegt ist der Zylinder für 60 Hub, 116er Bläuel, wie hier. Ja. Wenn du jetzt bei King Valley einen 60 Hub mit CNC-Bläuel kaufst, ist 2 mm länger. Das heißt, du könntest jetzt schon wieder 2 mm runter. 2 mm sind 10 Grad. Kannst runter von 129 Überströmer auf 119. Faustregel. Hypothetisch. Oh, ja, ja. 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 Ja, kein Problem. Du müsstest halt deinen Kopfspacer verwenden. Und so. Das sind ja Steuerzeiten, wo man von so klassischen, wenn man das Wort benutzen darf, Tour spricht. Ne? So, so ja, beim PX 200 erinnert mich das so an so einen alten Polini. Ne? 117, 116, ja. 119. Also Ziel von dem Zylinder ist wirklich rein Tourenfahrzeug. Ja? Alltag und Touren. Die Zeiten, wo ich selber voll führend mit dabei war, man braucht 50 PS, nur noch Hinterrad auf der Straße, die sind vorbei. Die hat jeder gesehen oder kennt jemand. Ist alles vorbei. Es geht um Touren. Da kannst du jetzt ein Reso draufstecken, wir haben Kurven. Idiotenauspuff wurde draufgesteckt, nicht abgestimmt. 51 PS ohne Lüfter mit 18,519 Vorreso. Gesteckt mit den Steuerzeiten. Braucht keine Sau. Bei welcher Drehzahl? Vorreso. Hab ich auf dem Handy, kann ich dir zeigen. Ja. Ist auch veröffentlicht im Forum, überall bei Facebook. Uninteressant. Die geilste Kurve war eine Box, eine PX-Box, die man total einfach umschweißen kann. Eine PX-Box? Ja. Also so. Einfach nur draufgesteckt, habe ich dir Bilder oder alles Mögliche. Ist auch veröffentlicht inzwischen. Findet vielleicht nicht jeder, aber gibt's. Also Polini-Box, BGM, irgendwie sowas. Ganz genau. Mit 38er Vergaser, ohne Lüfter, perfekt eingestellt, 39,8 PS, 37 Newtonmeter, 22 PS bei 4,5, irgendwie so. PX-Box. Klar, wenn du Lüfter drauf hast und ein bisschen umgeschweißt hast, faktisch 35 PS hast fix gesteckt, ein Bums ohne Ende im vierten Gang, einfach lange Übersetzung, vierter Gang, bergauf beschleunigen. Das ist genau das, was jeder will. Okay, das ist wirklich, ich weiß, dass das jeder will. Das ist, ja. Oder jeder M200-Fahrer, ja. Der ein Upgrade macht, will das. Ja. Wie viel Tankvolumen hat eine PK? Ja, das kennen wir alle. Ja, scheiße, oder? Ja, aber... Boah, ja, da hast du 40 Kilometer Spaß und dann musst du gucken, dass du eine Tankstelle erwischt, ne? Oder nimmst einen Tankrucksack. Wenn man durchdreht, hast du es auch mit 150 Kubik. Boah. Ist ja aber. Und vergasertechnisch, in was für einem Spektrum bewegen wir uns da? Also unter 38 brauchst du gar nicht anfangen. Doch. 35er? Klar, kannst du auch einen 33er nehmen. Ach ja. 33er. Ich würde einen 38er nehmen. Okay. Lenko von mir. Ist ja unfassbar. Statt der, den ich bei meinem 200 auch gefahren habe. Ja. Selbst die King-Kupplung. Ruft mich ein Kunde an aus Köln. Ja. Derjenige, wenn er das Video sieht, weiß genau, dass ich ihn meine. Sagt so, du Christoph, das Konzept gefällt mir. Ja. Ich hätte gern so einen Zylinder. Ist da noch einer übrig? Ich so, ja, wenn ich nächstes Mal nach Köln komme zum Arbeiten, verbringe ich den mit. Okay, ja, kann ich die Welle weiterverwenden? Ich so, ja, kann ich. Welche herstellen? Ja, die gehärtete. Ja, okay, gehärtet, kein Problem. Okay. Die Welle kann er weiterhalten. Und fragt er mich, der Motor ist 6 Jahre alt. Kann ich, was für eine Kupplung brauche ich? Dann frage ich ihn, welche Kupplung hast du da jetzt? Dann sagt er, ja, die King-Kupplung, 5 Scheiben, geschraubt, ja. Die erste Variante. Okay. Dann sage ich, gut, alles klar, passt. Die hebt bis heute über 70 PS und wir kennen niemanden, wo sie nicht hebt. Kann er drin lassen. Immer noch kein Verschleiß, jahrelang gefahren. Okay. Upgrade, ohne mehr dazu kaufen zu müssen. Also selbst wenn er jetzt mehr Newtonmeter hat, da geht es ja nicht um Spitzenleistung, ja. Sollte er mehr Newtonmeter haben als vorher, dann wenn er Pech hat, muss er stärkere Federn in die Kupplung einbauen, aber die Kupplung hebt immer noch. Die Welle kann er weiterfahren, den Auspuff kann er weiterfahren, egal welcher Hersteller. Mhm. Ich finde es gut. Ja. Also ich finde es natürlich geil, wenn einer zu mir sagt, pass auf, ich will den Zylinder, ich kaufe eine Welle dazu, das Gehäuse, ein Getriebe, wo wir gar nicht haben. Aber haben wir viel verkauft. Aber ich persönlich denke so, wie ich es toll fände, ja. Wenn ich was kaufen will, ich muss nicht 3 Sachen kaufen für 2000 Euro, sondern ich kaufe halt eine Sache, oder? Ja, Motor. Und der Rest passt weiterhin. Ja. Wenn du den Zylinder noch baust, packst du sowieso meistens neue Lager rein oder irgendwas, gut, dann musst du sowieso spindeln, aber ja. Sowas fasziniert mich ja, ne? Also ich bin in der Tat sowas noch nie gefahren. Glaube, mir würden auch die, ich bin da ehrlich, mir würden auch die Eier fehlen, mich darauf zu setzen. Wenn du damit keine Erfahrung hast,
ganz ehrlich, du baust dir jetzt einen Quadrini M244 Motor auf und das wird gleich sein wieder. Ja, aber ich weiß es nicht. Es ist halt ein Small Frame, ja, wenn man einen Radstand hat, ist ein bisschen knackig. Ja, 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 also so 35 PS, das ist kein Thema. Den Hype kennst du ja um den 244er Quadrini und den Hype haben gerade die ganzen M200 Fahrer. Zylinder sind noch verfügbar oder alle weg? Wir haben noch 7 Stück da, die sind aber mehr oder weniger weg. Und die nächsten 30 kommen in 6 Wochen. Okay. Und kaufbar hier oder wo? In die gibt es bei uns. Das sind unsere Zylinder. Also exklusiv bei euch? Exklusiv bei uns. Mhm. Ich denke auch, dass BFA die... Also BFA würde uns fragen, du, wir haben 2 Interessenten, dürfen verkaufen. Sagt man ja natürlich. Ja, klar. Aber sonst gibt es eigentlich niemand. Wer weiß, ob in Köln in irgendeinem bekannten Laden sowas bald verkauft wird, wer weiß. Ja. Möglichkeiten gibt es ja. Lass mal uns überraschen. Ja. Kannst du, oder sagen wir mal so, wenn jetzt der Ram darauf losgeht, wie schnell kannst du... 6 Wochen. 6 Wochen, mhm. Okay. Das ist wie bei den Kurbelwellen. BFA ist genauso knackig wie wir. Ja. Die machen das auch, neben ihrer hauptberuflichen Geschichte. Ja. Und... Ja, die haben auch eine eigene Manufaktur, würde ich mal so behaupten. Durfte mich davon überzeugen. Ja, und die schießen dann halt den Guss los, sind alles Kleinserien, 30, 50 Stück. 6 Wochen später hat man das. Brutal. Liegen Preise schon fest? Kann man, was das kostet? Ja. Ja? Kann man ruhig auch wahrscheinlich auf der Webseite sehen, ne? Er kam noch gar nicht ins Web, weil die Leute uns den aus der Hand reißen und wir gar keinen verfügbar haben. Also Preise bitte anrufen. Ich weiß es auch nicht, aber... Er kostet 1250 Euro. 1250 Ja. Ja, ich meine, es fühlt sich wirklich Granate an. Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber auf der anderen Seite ist es nie wieder nicht zu viel Geld, wenn du 80% deiner Komponenten weiter benutzen kannst. Dann ist es wieder nicht zu viel Geld, finde ich. Und es gibt ja ähnliche Zylinder von... Mitbewerbern, den Preis haben wir nicht überstiegen. Okay. Was hat das denn mit der Kupplung noch auf sich?